So. Keilo Brudi. Ja, ich musste den, die Browser Source, also den Browser Link, einmal aktualisieren. Genauso wie ich das ja bei meiner Katze hier oben. Da. Immer wieder machen muss. Mega Cleo. Sag mal, sind wir hier im Ghetto? So je. Ritter sollten gegen Ungeheuer kämpfen. Jetzt ist es ja. Jetzt dämmert es ja, ne? Vielleicht steht der gute Typ, der gute Miku ja jetzt da hinten. Da hinten ist er, das ist er nicht. Ja, ich hab wieder hingekriegt. Ah, okay. So. Ja, Miku, wann tauchen sie denn da mal wieder auf? Also am späten Abend taucht das auch nicht auf. Da gibt's doch nicht. Da muss doch da mal sein. Ich will doch. Ich will pokern. Was fällt dem ein, einfach wegzugehen? Na gut. Dann warten wir jetzt einmal kurz bis zum Morgen. Macht Verstärkung Faustkampf frei. Machen wir das einmal. Intelligenz. Machen wir das einmal. Öle herstellen kann auch nützlich sein. Einen Gegner zu entwaffnen. Kann auch nützlich sein. Schlafen wir einmal eine Nacht. Nee, Miku ist auch da jetzt noch nicht wieder zurück. Das gibt's doch nicht. Okay, vielleicht finden wir ja irgendwas. Es steht auf jeden Fall nirgendwo, wann er da auftaucht. Ich steht nicht, wenn er auftaucht. Wird auf jeden Fall auf dem Müllertor geschrieben, allerdings kommt das Müllertor ja eigentlich erst später dran. Ich kann zwar. Ich werde jetzt einfach mal hingucken. Wenn er da steht, dann ärgere ich mich.
Dann ärgere ich mich wirklich. Mal gucken. Mal gucken. Ich renne ja gern von A nach B nach C. Nicht. Welches ist denn da hinten ja wirklich schon wie cool? Der einfach da schon hingewandert ist wegen einer späteren Quest. Das kann ja durchaus möglich sein. Meine Nase juckt. Da hinten steht auf jeden Fall einer. Vielleicht ist das der, den wir brauchen. Vielleicht ist das der, den wir brauchen. Probieren geht über Studieren. Ich bin müde. Ja, schön, dass du müde bist. Das bin ich auch jeden Tag. Nein, das ist er. Ernsthaft. Umsonst gesucht. Aha. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lange nicht mehr, ich schwöre! Ganz ruhig, Mikol. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Sultan! Sultan, sagt ihr? Ich kann ganz... Der Ga- So, so. Das würde ich niemals wagen. Reckt euch ab. Ich spiele auch. Sultan hat mir davon erzählt. Mann, ihr habt mich echt kalt erwischt. Kommt mal auf ein Spiel vorbei. Ist langweilig, den ganzen Tag hier zu stehen. Okay. Oh, bei ihm ist der Einsatz nicht so hoch. Das ist ja schon mal gut. Ihr habt drei gleiche, ihr habt zwei Paare. Ich möchte auf jeden Fall nicht erhöhen. Mist. Es sei denn, er kriegt jetzt keine von seinen Dingern. Für keine sechs. Juhu, erste Runde haben wir gewonnen. Erste Runde haben wir gewonnen. Okay, ein Paar haben wir. Ich erhöhe einmal. Und dann würfeln wir. Mist. Knapp an der 6 vorbei. Gut, deswegen wird er, glaube ich, gewinnen. Frag mich echt, warum er gewonnen hat, aber okay. Ist Gleichstand, es ist noch alles offen. Wir können noch gewinnen. Wir müssen jetzt nur... Ja! Geil. Ja. Na? Ah. Ah. Man sieht auf jeden Fall nichts. Oh. Na, Cleo? Oh, komm her. Ah.
Ne? Kleine Maus? So. Jetzt soll man hier kurz auf Mamas Schoß sitzen, ne? Oh. Ah. Kleiner Flauscheball. Kleiner Flauscheball. So. Wir erhöhen einmal. Ah, und wir haben gewonnen. Sehr geil. Bist du ein Glückshund? Bist du ein Glückshund? Ja, bist du ein Glückshund? Ja, du bist ein Glückshund. Ne? Aber so kann Mama nicht weiterspielen, so wie du hier gerade liegst. Hm? So kann Mama nicht weiterspielen. Och. Sicher, kleiner Spatz, du bist. Mein Glückshund. Ja. Wegen ihr habe ich gewonnen. Mal rausgucken, ob es geht. Will gar nicht. Bis später. So. Okay, jetzt brauchen wir ja nur noch gegen Odo spielen. Gegen Old Odo. Ich kann ja mal wieder speichern. Waren jetzt natürlich erst keine großen Einsätze. Nur mehr jetzt andere Gegner. Ja, wir haben gegen Miko gewonnen. Wir haben gegen Harald da gewonnen. Und jetzt müssen wir... wir müssen nur noch zu Odo und zu Leuwarden. Leuwarden müssen wir immer noch zurück. Und dem haarigen Bären in Wysima. Aber ich glaube, das ist kapitelübergreifend, weil wir ja noch nicht nach Wysima reinkommen. Ja, und dann nur noch die Spuren... Auf den Spuren der Salamandra. Ich hoffe echt, wir schaffen das so zeitlich. 1,5 Stunden habe ich ja noch für das Kapitel hier. Wenn es natürlich die 1,5 Stunden noch durchgehen sollte, gibt es heute natürlich kein ESO mehr. Es tut weh. Schreckliches fliegendes Ungeheuer. Ach, lass uns hier lang gehen. Wenn wir aber das Kapitel noch rechtzeitig beenden, dann würde ich wahrscheinlich noch auf ESO wechseln. Und mit euch dann erst beim nächsten Mal das zweite Kapitel machen, denke ich. Hängt natürlich alles von den Zeiten ab, wie das jetzt hier läuft. Wenn natürlich kaum noch Zeit für ESO wäre, dann würde ich natürlich weiter Witcher zocken. Ja. Wie gesagt, jetzt sind wir ja gerade hier nur auf dem Weg nach zu Leuwarden, um unseren Lohn abzuholen. Die wollen uns unsere Männer nehmen. Dreiste Huren. Dreiste Huren. Ja, genau. Hui. Wir sind auf jeden Fall schon fast da. Mensch, sind wir aber ganz gut vorangekommen. Im Let's Play habe ich auf jeden Fall länger gebraucht für das Ganze hier. Das hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen damals. Aber ja. So, jetzt beim zweiten Mal geht es bisher. So. Denn das ist nur ein Reisender. Leuwarden sitzt wahrscheinlich wieder drinnen. Drinnen. Sächchen. Ich dachte gerade nur. Schlag mich! Neuigkeiten? Ja, es gibt Neuigkeiten, und zwar, dass wir deinen Freund begraben haben. Ich habe euren Freund begraben. Traurig, wenn man so enden muss. Irgendwo in einem vergessenen Dorf.
Es war ein anständiges Begräbnis. In dem Fall kann ich reinen Gewissens abreisen. Habt ihr nichts vergessen? Ach ja, hier, eure 200 Orens. Frag mich echt, warum deine Glocke irgendwie drum hat. So, jetzt müssten wir 633 Orens haben, oder? Ja, 633 Orens, ich glaube, so viel hat die noch nie. Das Schlimmste ist, dass es halt einfach überhaupt nicht viel ist. Es ist einfach mal so gar nicht viel. Hi. Seid gegrüßt. Seid. Ja? Ich kann ihm. Ich komme zu Hinrich. Verstehe. Was ich nicht kann. Das hatten wir auch schon mal. Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoriten-Erz schmieden. Linksklick auf Schmieden im Dialog, dann wird das Schwerttyp. Ihr braucht mindestens 3 Runen. Außerdem können Schmiederunen in euren Silberschwert brennen. Ihr braucht mindestens 3 Runen, damit sie in die Klinge gebrannt werden können. Okay. Ja? Lebt. Okay. Gute Idee. Wir können dann jetzt einmal hier zu Oro. Zum Eulen Oro. So, und das muss ja jetzt bei ihm klappen. Hoffe ich einfach mal. Wenn nicht, haben wir ein großes Problem. Da hätte ich doch fast das Wichtigste. Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ab. Ich versuch's einfach nochmal. Basta! So, warte mal. Nee. Ja, wir müssen mit ihm, meine ich, einen heben. Da hätte ich doch. Verstehe. So. Basta! Nö, funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit Oro umgehen soll. Hab keine Ahnung, wie ich an sein Vertrauen komme. Das ist halt. Der Ring ist halt ja auch nirgendwo zu finden. Wir haben halt diesen Ring nie bekommen. Das ist eigentlich mein größtes Problem, dass wir diesen Ring nie erhalten haben.
Wir haben diesen Ring nie erhalten. Ja, was soll ich machen? So. Oder brauche ich dafür erstmal noch einen Eintrag von diesen Viechern? Zu Oro, ja. Ja, ich bin bei Oro. Ich kann bei Oro nur nichts machen. Das gibt's doch nicht. Das war doch vorher auch nicht. Das ging doch mal. Gut. Gehe ich nochmal zum Geistlichen. Aber warte, ich lade einmal ganz kurz neu. Oh, nee. Warte mal. War das das? Aber eigentlich kann ich auch im Endeffekt im Gasthaus starten. Ja. Weil ich ja sowieso nicht den Ring habe. Anscheinend ja nicht den Ring habe. Warte mal. Was? Dann suche ich. Ich suche jetzt ganz ehrlich einfach mal. Da ist ja so noch so ein Antiquariat, ne? Suchen wir einfach nochmal nach diesen Pflanzen. Ob wir dafür vielleicht ein Buch brauchen. Eine prima Gelegenheit, eure Verluste zurückzugewinnen. Junggravier. Hunde und Wölfe. Abbrechen. Das haben wir bereits gelesen. So, das auch einmal. So, Tagebucheintrag zu. Okay. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Das Leben in der Armee ist hart. Es soll aber noch eine Möglichkeit. Also, es kann durchaus sein, dass ich das Ding verkauft habe. Das Leben in der Armee ist hart. Irgendwann. Irgendwo. Bei irgendwem. Stadt und Pest vertragen sich. Das kann durchaus sein. Wie lange muss ich warten? Sie gehen auf, wenn die Pest vorbei ist. Eine Woche, ein Monat. Man soll es aber angeblich auch noch bei einer älteren Dame kaufen können. Oder kriegen können. Ich muss sie jetzt nur suchen. Meine Beine tun weh. Sie soll angeblich nicht im Dorf des Alten sein. Wir gehen jetzt halt trotzdem einfach mal hier entlang. Ich werde mir sparen. Da sind nur die Kinder.
Okay, und angeblich soll man dann einen Siegelring erhalten. Es heißt, die Lehrstuhl. Eine alte Bäuerin, warte mal, bist du das vielleicht? Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich arbeite zu schwer. Alte Frau? Ja. Lasst uns in Ruhe. Was habt ihr euch dabei gedacht? Meine alten Knochen. Lasst uns in Ruhe. Wenn das... Kennt ihr? Vor langer Zeit grassierte die Überlebenden, musste erst waren Hunde und Katzen weg. Dann die Ratten. Zuletzt verschwanden die Leichen der Verstorbenen. Ich weiß nicht, wo ich diesen Siegelring herkriege. Nein, Menschenfresser. Der Geistliche hat uns ja anscheinend keinen gegeben. Die Menschenfleisch aßen, wurden zu. Oder ich habe ihn wirklich verkauft. Menschlichen Ungeheuern mit unstillbarer Gier nach fleischigen Eingeweiden. Eigentlich hätte ich das auch merken müssen, wenn ich ihn verkauft hätte. Danke für die Geschichte. Lebt wohl. Hätte das auch merken müssen. Ich habe nichts mehr viel zu sagen. Okay. Wie gesagt, irgendeine ältere Dame soll wohl köstlich. Und noch einen Auftrag haben, wo wir diesen Ring kriegen könnten. Nur wo? Wo ist diese gute Dame? Das kann ewig dauern. Oder wir reden nochmal mit dem Geistlichen. Papi kauft meine neue Bauke. Den Wucherer, der an der Brücke wohnte, den hat sie zerfetzt. Unmöglich. Die Bestie rief ihre gespenstischen Diener herbei. Die Leute wollen meine Beauclair-Weine nicht. Und ich habe schon lange kein Schweinefleisch mehr gegessen. Willst du was essen haben? Ich kann dir Schinkenbrot anbieten. Ich bin nicht am Verhungern. Ich habe nur Lust auf... Ja, lebt ist ja gut. Wo? Hast du uns noch irgendwas zu sagen? Sprecht, schnell. Hast du noch einen Siegerring für uns? Wie ich sehe, habt ihr Alwin aufgenommen. Das war meine Pflicht. Sollte ich zulassen, dass die Hexe ihn verdirbt? Wahrscheinlich nicht. Wenn meine Tage gezählt sind, brauchen die Menschen einen neuen spirituellen Anführer. Ach, und ihr werdet sein Lehrer sein? Ja, da habt ihr ausnahmsweise mal recht. So, ich gucke ja schon die ganze Zeit nebenbei. Aber der Siegelring ist einfach weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Kann man hier Geld verdienen? Was wird daran? Weg da, dumme Fliege. Frisches Fleisch. Na? Weiße Farbe? Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Also nicht in meinem Raum. Ja. Alte Frau. Das ist ja das Rufbeute. Hier gibt's keine alte Frau. Alte Frau. 24 Stunden später. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Ich weiß doch auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wie unbedingt wichtig das ist, dass wir mit Odo reden.
gar nicht finden, was könnte ich das ja auch überspringen. Wenn das möglich ist, aber eigentlich möchte ich jetzt nicht überspringen. Dann sind wir aber bald alles durch. Das gibt's doch nicht. Das ist nur wegen so einem blöden Siegerring. Ich bin ratlos und hilflos und hier ist auch keine alte Frau. Hier gibt es keine alten Frauen. Da muss ich mich mit dem wirklich so abschießen, dass es dem egal wird? Keine Ahnung. Gut, also angeblich soll es wirklich zwischen dieser Taverne und den ganzen zwischen da hinten sein, wo der Geistliche ist. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir hoffen, beten, dass es klappt, dass wir jetzt hier jemanden finden. Regen ist es vielleicht einfacher, weil sie alle flüchten. Das sind nur ganz normale Bäuerinnen. Mit euren Waffen würde ich... Seid gegrüßt. Die ersten... Ich mag Reisende. Macht's. Es heißt, die leerstehenden Häuser beherbergen. Gut, die ist es also nicht. Die redet von irgendwelchen Ungeheuern. Ich hab die Wäsche draußen. Ich hab nicht mehr viel zu sagen. So muss wenigstens der Garten nicht gegossen werden. Lasst euch nicht töten! Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So, die ist es auch nicht. Es gibt ja halt nur zwei, also drei alte Bettlerinnen. Und keine davon will überhaupt irgendwie irgendeinen Ring haben. Ich weiß nicht, wer da auf diese hirnrissige Idee kam, aber naja. Schon mal sehr die Tatsache, dass wir halt so wahrscheinlich nicht weiterkommen. Alle sind nass. Ritter sollten gegen. Lasst euch nicht töten! Viele Tiere. Viel gut, die erzählt auch nichts von einem Ring. Die Leute wollen. Die will ihr Schweinefleisch. Wieso haben sie den Zwergenschmied nicht weggejagt?
Die Rede war von einem Zwergenschmied. Ich verabscheue euch alle. Meine Beine Ach, sind ich schon doch wieder nur mit Kot verschmiert. So, hier hinten ist halt auch einfach mal so gar keiner. Weiße Kälte verschlingt die Welt alsbald. Ich verabscheue euch alle. Shami ist ein prachtvolles Weibsbild. Meine Beine sind schon wieder mit Kot verschmiert. Ich bin ein schreckliches Wieso Wegen haben so sie geheuer. Den Zwergenschmied nicht weggejagt? Die Lok. Ich bin alt, aber nicht senil. Viele Tiere. Viel. Hä? So eine alte Frau existiert halt einfach nicht, ne? Du musst die Tatsachen ja mal ins Auge sehen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich hier noch rumsuchen soll. Also ob ich jetzt hier in alle Häuser reingehen muss? So wie eine Bäuerin. Du bist keine alte Frau. Meine letzte Kuh ist gestorben. Ich rede nicht mit Fremden. Wie viel Geld willst du haben? Kennt ihr? Wollt ihr etwas über die Ungeheuerpflanzen? Die Pflanzen solch oder man. Kein Schlepp. Ja, gut. Ich Nupze haben wir jetzt zumindest. Den Eintrag haben wir. Niemand soll sagen, ich gehe. Ja. Auf. So, sie erzählt auch nichts von irgendwelchen Ringen. Muss ich jetzt also in dieses Haus reingehen? Hier ist nur eine Bäuerin drin. Ach, ist. Sie würden mir sowieso nichts sagen. Ach, auf Bad. Ich arbeite zu schwer. Enkel stirbt an der Pest. Dass du dir mit dem Ring bitte sagst, dass du den Ring haben willst. Die Erbarmen mit ihm. Wie meint ihr das? Ach ja, ich glaube, ich hab's. Die arzneiweiße Möwe. Ja. Bringt doch Linderung. Ja, wir haben's. Meine Enkel soll nicht qualvoll sterben. Ja, haben wir. Damit darf mein Enkel in Frieden sterben. Lebt wohl. Wartet. Der Geistliche wollte mir nicht helfen. Na. Da hab ich seinen Ring gestohlen. Das ist gut. Nutzt ihn weise. Ruhe und Frieden. Wie so. Lange denn noch? Digi wird auf jeden Fall später dazu kommen. Also später als 19 Uhr. So, jetzt haben wir diesen Ring. Da ist der Ring. Ja, super, toll. Jetzt haben wir ihn. Nach stundenlanger Sucherei
Haben wir ihn endlich. So, und jetzt werde ich ihn nicht wieder verkaufen. Was? Ich weiß auch nicht, was mir da in Sinn kam, dass ich das Ding verkauft habe. Ey, unglaublich. Naja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Jetzt können wir zu Odo. Mit einer Stunde Verspätung. Können wir zu Odo. Ich auch nicht. Meine Beine tun spielen will lieber Kehle aufschlitzen. Wie wär's mit Kehle aufschlitzen spielen? Nee, danke. Ich bin erschöpft. So, ich bin auch erschöpft. Und ragt mich deiner nach? Nein. Jetzt habe ich mich dann leicht geschreckt. Ich habe jetzt so ein bisschen unerwartet. So, allerdings, bevor wir mit Odo reden, muss ich ganz dringend mal wohin. Ganz, ganz dringend. Und wir machen das ja auf jeden Fall gleich. Dann hoffe ich, dass ich dieses Kapitel heute noch durchkriege. Nur noch ganz Klon tun, die waschen. Ja, sehr gut. Warte noch mit dem Hundi waschen. Ich muss ganz kurz ins Bad. So, wir sehen uns hier auf jeden Fall gleich. Ich weiß nicht, wie oft ich den Taskmanager jetzt geöffnet habe. Also, bis gleich.